Die Zahl der Gläubigen in den beiden großen Kirchen in Deutschland nimmt von Jahr zu Jahr rapide ab. Gerade viele junge Menschen entscheiden sich dafür, der Kirche den Rücken zuzukehren und auszutreten. Trotzdem sind Fragen nach Spiritualität und Sinn im Leben aktueller denn je. Und so landen viele, die vielleicht der Kirche vorher den Rücken zugekehrt haben, plötzlich an einem Ort wie diesem hier, einem Kloster, um dort vielleicht Antworten auf viele Fragen zu finden, sich vielleicht auch ein bisschen selbst zu finden. Wir haben für euch den Versuch auf uns genommen, mal selbst ein paar Tage im Kloster zu verbringen und teilen euch in diesem Video unsere Erfahrungen mit. Sie sind wuchtig, weitläufig und reich an Kunst. Klosteranlagen. Schon seit Jahrhunderten faszinieren den Menschen diese altehrwürdigen Kultur- und Glaubenszentren, die monastische Spiritualität, Bescheidenheit, Strebsamkeit und soziales Miteinander beherbergen. Klöster sind Sehnsuchtsorte, die eine tiefe Neugier nach einer in sich geschlossenen, eigenen kleinen Welt hervorrufen. Das macht sie immer wieder zu mysteriösen Handlungsorten der Populärkultur, ob im Roman, Krimi-Dinner oder Horrorfilm. Dabei sind Klöster, ihre Bewohnerinnen und Bewohner, anders als es die öffentliche Wahrnehmung vermuten lässt, nicht wirklich etwas Geheimnisvolles, Abgeschiedenes oder Weltfremdes. Ganz im Gegenteil. Für viele Glaubensgemeinschaften ist der Dienst am Mitmenschen eine zentrale Aufgabe, die eine Öffnung zur Außenwelt sogar erfordert. Heutzutage spielen die Klöster schlichtweg nicht mehr die gleiche kulturelle, soziale und ökonomische Rolle für die Gesellschaft wie im Mittelalter. Dadurch sind sie ein wenig in Vergessenheit geraten. Ihr Aufgabenfeld ist hingegen nicht geringer geworden. Daniel und ich haben uns für ein paar Tage ein Gästezimmer in der Benediktinerabtei Plankstetten im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz genommen. Als Gäste wollen wir einmal sehen, was der Grundsatz Ora et Labora, also bete und arbeite, der den Benediktinern zugeschrieben wird, bedeutet. Die Aufnahme von Gästen in einem Kloster hat eine lange Tradition. Bei den Benediktinern ist dies sogar in den Ordensgrundsätzen festgelegt. Die Angehörigen des hiesigen Ordens leben nach der Regula Benedicti. Ihr Verfasser, Benedikt von Nursia, der 529 das Kloster Monte Cassino in Italien gründete, hielt in insgesamt 73 Kapiteln fest, wie das Zusammenleben in seiner Gemeinschaft geregelt sein sollte. Die neue alternative christliche Lebensform erntete viel Zuspruch, etwa durch Papst Gregor den Großen oder den karolingischen Kaiser Ludwig den Frommen, der die Benediktsregel im Jahr 816 als verbindlich für alle Klöster im Frankenreich festsetzte und damit für einen wahren Boom der Regula Benedicti sorgte. Das Werk strukturiert das Miteinander der Mönche, regelt den Tagesablauf und schreibt vor, wie der Gottesdienst gestaltet ist. Im 53. Kapitel wird sich mit der Aufnahme von Gästen befasst. Wörtlich heißt es darin: Alle Fremden, die kommen, sollen aufgenommen werden wie Christus. Denn er wird sagen: Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Die Gastfreundschaft ist also ein zentraler Baustein der benediktinischen Lebensweise. Oberste Priorität hat aber die Feier des Gottesdienstes. 13 Kapitel befassen sich allein mit diesem Thema. Wörtlich heißt es an einer Stelle sogar, dass dem Gottesdienst nichts vorzuziehen sei. Das Leben hier im Kloster ist vom tiefen Glauben an Gott geprägt. Das merkt man allein an den sehr, sehr häufigen Gebetszeiten. Während unseres Aufenthalts in Plankstetten haben wir die Möglichkeit, an allen Chorgebeten und Gottesdiensten teilzunehmen. Da wir unter der Woche im Kloster verweilen, sind das die Vigil um 5 Uhr morgens, die Laudes um 6.25 Uhr, die Heilige Messe um 7 Uhr,
die Mittagshore um 12, die Vesper um 17.30 Uhr und die Komplett das Nachtgebet um 19 Uhr. Sie stellen das Offizium, den göttlichen Dienst der Mönchsgemeinschaft, dar. Aber auch außerhalb der Gebetszeiten sind die Benediktiner dazu angehalten, sich neben ihren Tätigkeiten im Selbststudium mit der Heiligen Schrift auseinanderzusetzen. Für uns, die wir das zum ersten Mal erleben, wird erstaunlich viel gesungen. Das Antiphonale enthält die Stundengebete und ausnotierte Neumen. Die Mönche sind darin geübt. Im einjährigen Noviziat werden sie im gregorianischen Choral, in Liturgie und Psalmen geschult. Für uns hingegen ist das alles erst einmal Neuland. Von Tag zu Tag versuchen wir uns mehr einzufinden. Allein schon das Finden der richtigen Seiten stellt am Anfang eine Herausforderung für uns dar. Gelegenheiten zum Üben sind aber genug gegeben, von morgens bis abends. Nach dem Nachtgebet schreibt die Benediktsregel übrigens Stillschweigen vor. Wer um 5 Uhr morgens wieder fit sein möchte, sollte aber ohnehin zügig nach der Komplett zu Bett gehen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Flossenfreunde. Wir waren heute schon fleißig, neuer Tag im Kloster. Wir waren bereits im frühmorgendlichen Gebet und danach in der Frühmesse. Und das Schöne ist, zur Belohnung geht es jetzt zum Frühstück. Und alle Produkte, die wir da verspeisen werden, werden wirklich im Kloster selbst angebaut und sind alle ökologisch nachhaltig angebaut. Seit jeher schon waren Klöster mehr als nur Orte der inneren Einkehr und des Gebets. Das Schreiben und Abschreiben von bedeutenden Texten und die Aufbewahrung dieser in den Bibliotheken machte sie zu Zentren der Bildung. Darüber hinaus besaßen die Klosteranlagen meist alle Einrichtungen, um den eigenen Bedarf an Lebensmitteln zu decken. So wurden etwa auf Äckern Getreide und Feldfrüchte angebaut, Viehzucht betrieben und Bier gebraut. Das Kloster Plankstetten betreibt bereits seit 1994 eine ökologische Landwirtschaft. Im Laufe der Jahre übernahmen weitere klösterliche Betriebe wie die Bäckerei oder die Küche die nachhaltige Wirtschaftsweise. Die Umstellung erwies sich als Erfolgsmodell, sodass die eigens angebauten Produkte heutzutage im Hofladen erworben oder in der Klosterschenke verspeist werden können. Dies alles und noch viel mehr konnten wir dank unseres dreitägigen Aufenthalts im Kloster Plankstetten erfahren. Doch für wen eignet sich so ein Klosterbesuch eigentlich und was erwartet einen, wenn man sich auf den Ort einlässt? Viele junge Menschen, die auf der Suche nach sich selbst sind oder auf der Suche nach einem Sinn im Leben, die machen ja erstmal vielleicht nach dem Abitur sowas wie ein Jahr Auslandsaufenthalt oder so ein Jahr Work and Travel, relativ weit weg einfach mal von zu Hause, um sich selbst zu finden. Und da scheint so ein Ort wie das Kloster erstmal total langweilig, total öde. Aber ich finde, es hat hier einen großen Vorteil. Der Tagesablauf hier im Kloster ist extrem durchstrukturiert, allein durch diese ganzen Gebetszeiten, die man hier hat. Und das schafft einem außerhalb des eigenen Alltages doch ein bisschen ein Stück weit Alltag. Es schafft einem Alltagsstruktur, eine Struktur, an der man sich entlanghangeln kann, von Tageszeit zu Tageszeit. Und ich glaube, dass so eine Struktur wichtig ist, gerade auch wenn man auf der Suche ist nach sich selbst, auf der Suche nach einem Sinn. Oder was ich mir auch wirklich gut vorstellen kann, ist, dass man sich die Zeit nimmt, hierher zu kommen, weil man sagt, ich möchte an irgendeinem Projekt arbeiten, ich möchte eine Hausarbeit schreiben oder ich möchte an einem Dissertationsprojekt arbeiten, ich möchte an irgendwas in einem Buch schreiben. Dann glaube ich, ist es auch wirklich gut, so eine Struktur im Tag zu haben. Und gerade auch die Gebetszeiten dazwischen, wenn man die dann auch wahrnimmt und dann immer wieder dort zur Ruhe kommt und da so einen Ruhepol hat, dann finde ich das eine super schöne, gute Erfahrung und man hat einfach einen geregelten Tagesablauf. Und das Schöne ist aber, man kann hier relativ für sich agieren, aber man hat auch immer die Möglichkeit, auf Menschen zuzugehen. Und das haben wir jetzt hier gesehen. Wir konnten
wenn wir wollten für uns, dann konnten wir hinausgehen, einen Spaziergang machen, den nächstgelegenen Ort gehen. Aber wir konnten auch wirklich auf Menschen zugehen. Das haben viele Klöster auch die Möglichkeit, dass man sagt, ich will zum Beispiel mich auch hier betätigen. Ich will in der Ökonomie mitarbeiten, in der Landwirtschaft hier im Kloster mitarbeiten. Oder ich will mich in irgendwas einführen lassen. Ich will an einem Kurs teilnehmen. Also man hat so viele Möglichkeiten, den Tag auch selbst zu strukturieren oder nicht zu strukturieren. Und das ist, finde ich, eine einzigartige Möglichkeit, die man hier dann auch hat. Ich weiß selbst gar nicht so genau, mit welcher Erwartung ich an diese paar Tage im Kloster herangegangen bin. Für mich war Kloster bisher immer ein Ort der Ruhe, der Stille, der Einkehr und natürlich des Gebets. Und das ist es ganz eindeutig auch, das hat sich bewahrheitet. Man kann an den Gebetszeiten der Mönchen teilnehmen, an den zahlreichen. Man kann eine Führung durch die Kirche machen. Man kann die Kapelle einfach so in den freien Zeiten quasi besuchen für sich allein und hat dort einen Ort der Ruhe und der Stille. Aber Kloster kann noch so viel mehr sein. Und diese Vielfalt, die im klösterlichen Leben erwartet hat, die hat mich dann doch überrascht tatsächlich. Also wir waren zum Beispiel zeitgleich da mit einer Tagung, die einfach dort stattgefunden hat, mit irgendwelchen Businessleuten sozusagen. Die waren auch da und haben in einem Gästehaus gewohnt und die Räumlichkeiten genutzt. Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Es gibt einen Klosterladen, es gibt noch eine Art Eine-Welt-Laden, einen Missionsladen vor Ort. Es gibt natürlich noch die Klosterschenke. Also es gibt irgendwie noch ganz viele Möglichkeiten, hier Zeit zu verbringen. Man kann natürlich auch im Umland des Klosters spazieren gehen und so weiter. Das heißt, einerseits ist es schon eindeutig dieser Ort des Gebets und der Stille. Und das habe ich auch sehr zu schätzen gewusst. Man kann sich hier sehr stark zurückziehen und wer quasi mal eine Auszeit braucht und Ruhe sucht, der findet sie hier mit Sicherheit auch. Aber ich bin jetzt da doch auch eher der Typ, der sowas gar nicht so richtig in vollen Zügen genießen kann, weil mir dann doch immer die Hummeln im Hintern sitzen. Und deswegen brauche ich dann doch auch immer wieder ein bisschen was Neues, ein bisschen was zum Lernen, ein bisschen Action sozusagen. Und das findet man hier auch. Also ist zum Beispiel möglich, eine Rallye mit dem Tablet durch das Kloster zu machen, durch die Anlage und die verschiedenen Stationen kennenzulernen. Man lernt total viel über die verschiedenen Tätigkeiten, die hier von den Mönchen auch ausgeübt werden. Also das heißt noch die Buchhandlung, das heißt die Grünflächen, die Ackerflächen ums Kloster herum, die ja auch bewirtschaftet werden. Also es gibt dann das Kloster Bier, den Kloster Schnaps, das Kloster Obst und so weiter und so fort. Kühe haben die hier auch. Es ist also ein sehr, sehr vielfältiger Ort und ich glaube, diese Vielfalt von Aktivitäten, die man hier eben auch machen kann, die hat mich sehr überrascht. Unsere Fahrt ins Kloster geht schon zu Ende. Wir können uns definitiv vorstellen, wiederzukommen. Das Kloster in Plankstetten bietet eine einzigartige Atmosphäre, in der die benediktinische Lebensweise für Außenstehende greifbar wird. Darüber hinaus kann das Gästehaus mit leckeren Speisen, einfachen, aber angenehmen Zimmern sowie einer fantastischen Lage inmitten des Altmühltals auftrumpfen. So, das war's jetzt auch schon wieder mit unserem kleinen Erfahrungsbericht aus dem Kloster. Was wir euch gezeigt haben, das war so das Leben als ganz normaler Übernachtungsgast in einem Kloster. Was wir euch nicht gezeigt haben, weil es auch schon wieder ein ganz anderes Thema wäre, wäre das monastische Leben im Kloster, sprich das Leben der Mönche, der Tagesablauf dort und so weiter. Wenn euch das noch ein bisschen interessiert, dann bleibt dran. Wir haben euch nämlich Videos zum Mönchtum in der Endcard verlinkt. Bis dahin, macht's gut!